Hallo beim kleinen Albert, Jugend, Forst in der Technik. Wir sind heute wieder hier in Wattens im Haus Marie von Swarovski und schauen uns jetzt 14 tolle Projekte an, von Volksschule bis zur Mittelschule. Kommt's mit und wir sind schon ganz gespannt, was Sie sich einfallen haben lassen. Wir haben einen selbstfahrenden Roboter gebaut, der kann vorwärts, rückwärts, seitlich, hat einen Autopiloten und eine Kamera. Er hat auch eine LED, die kann man ein- und ausschalten, wenn es jetzt hell, Tag und Nacht. Ich mache jetzt mal den Autopiloten an und er fährt, wenn er eine Wand registriert, dreht er sich um. Und da jetzt hier eine zweite Wand ist, dreht er sich um 180 Grad, damit er in die andere Richtung fahren kann. Er hat auch eine Videokamera, wir können das hier sehen. Können den Autopiloten jederzeit anhalten und können manuell weiterfahren. Wir haben ein kleines WLAN-Modul eingebaut, deswegen können wir es auch über das Web steuern. Vom Computer geht ein Signal zu der WLAN-Box, von der WLAN-Box geht es zum Roboter und vom Roboter wieder zurück. Ich habe das Thema Wind, 6 kleine Windräder oder 4 größere Windräder zu montieren und die Kanten dann den Fennet und die Stadt Landeck, Lies und Sams mit Strom versorgen. Also wir haben noch Power to Gas, das ist grüner Wasserstoff. Da betreibt man Elektrolyse und die Elektrolyse betreibt man mit dem gewonnenen Strom aus Solarzellen. Und da wird Sauerstoff und Wasserstoff getrennt. Und den Wasserstoff kann man in Tanks lagern und mit dem kann man Elektromobilität betreiben. Halt. Zur Wasserkraft, da hatte ich noch ein Modell von der Pelletturbine. Bei der Pelletturbine fällt das Wasser auf die Schaufeln, dadurch werden sie in Bewegung gesetzt. Die Bewegungsenergie geht zum Generator, da wird sie in elektrische Energie umgewandelt. Ich habe ein Fahrzeug gebaut, das kann man entweder mit Solarenergie oder bei einer Stromtankstelle tanken. Also wir haben einen Getränkeautomaten mit 3 verschiedenen Sorten von Säften gebaut. Die funktionieren mit 3 Pumpmotoren, die Luft in die Flaschen reinpusten und entsteht der Druck und dann will der Saft wieder raus. Sehr gut. Also da vorne ist dann noch ein Licht unten. Das kann man mit einem Schalter, der auf der Rückseite sich befindet, ein- und ausschalten. Man muss einmal drücken. Dann kommt wieder Saft raus. Dann, wenn es voll ist, kann man dann nochmal drücken. Dann hält es auf. Ist das ein richtiges Beispiel? Ja, ist ein richtiges. Das darf ich jetzt rosten, oder? Ja. Ja, sehr gut. Tatsächlich, schmeckt wie Pepsi, steht Pepsi drauf, ich glaube, das ist Pepsi. Super! Also, wir haben einen Roboter gemacht mit Lichterketten und einer Bluetooth-Box im Kopf. Er kann durchs Handy, wenn er mit die Bluetooth-Box mit dem Handy verbunden ist, kann er Musik abspielen nach unserer Wahl. Und ja, man kann alles einschalten und das Grundgerüst besteht aus Karton, also Schuhkartons und ja. Und als es alles getrocknet war, haben wir dann die Bluetooth-Box und die Lichterketten eingebaut. Wir sind wirklich nur wir zu dritt dran gesessen. Wir haben keine Hilfe von den Lehrern oder generell von irgendjemandem Hilfe gekriegt. Wir sind selber kreativ gewesen und haben uns in denen selber freien Lauf lassen. Wir haben da einen Armaturaufsatz entwickelt, der uns daran erinnern soll, dass man das Wasser abschalten sollte. Weil manche machen einen Fehler, sie lassen beim Zähneputzen jetzt zum Beispiel das Wasser rinnen und es verbraucht wahnsinnig viel. Und das ist ganz einfach, das ist salutaris, das heißt einsparen auf Latein. Was uns daran erinnern soll, man soll es abschalten. Wenn wir jetzt das Wasser einschalten, dann wechselt die Farbe vom Wasser zu grün. Und wenn dann der Sensor längere Zeit Meldung meldet, das ist der ganz normale Ultraschallsensor, dann wechselt zu rot und fängt dann zu piepsen. Das Ganze ist ganz einfach probiert auf einem NXT-Roboter. Also wir waren bei der FLL, First Lego League, dabei. Da haben wir einen Roboter entwickeln müssen und da ist halt eine vorgegebene Plane mit Stationen oben. Und da hat man einen Roboter mit Aufsätze und so entwickeln müssen, dass der zum Beispiel die Aufgaben löst. Also zum Beispiel da was macht und dann kriegt man für jede Station Punkte. Und wer am meisten Punkte hat, hat dann halt gewonnen.
Also wir sind drauf gekommen, weil bei uns waren drei Leute in der Schule, die haben uns etwas über Brücken erzählt. Nachher hat es uns eben so interessiert, warum ist das so? Dann haben wir mit uns selber Brücken gebaut. Wir haben auch mit einem 3D-Drucker Brücken gebaut, das Sie da sehen können. Und auch Experimente mit Spaghetti gemacht. Wir haben so oft anfangen müssen, weil die Spaghetti ja logischerweise gebrochen sind. Und das hat uns eben so gewundert, warum sind die Spaghetti in mehreren Teilen zerbrochen, nicht nur in zwei. Nachher haben wir das einmal in einem Video direkt genau angeschaut und sind nachher zum Entschluss gekommen, wie man das sieht, dass es wegen der Schockwelle war. Und es war eben viel Arbeit, aber es war sehr lustig. Sehr cool. Ja, wir haben Kristalle gezüchtet in allen Variationen. Wir haben Zuckerkristalle gemacht, wir haben Alaunkristalle gemacht, mit Kochsalz haben wir eine gemacht. Und wir haben also einen Kristall nachgebaut. Und wir haben alle verschiedene Kristallgitter. Und zum Beispiel das Rhombisch, das ist ganz hart, also es ist fast unzerstörbar und das ist jetzt schon eher zerfallbar. Kristalle werden ebenfalls in der Technik verwendet, wie zum Beispiel bei einer Quarzuhr. Kristalle in der Technik, zum Beispiel Siliziumkristalle auch, die werden in Solarzellen verwendet. Also wenn da Licht drauf scheint, ist auf einer Seite Elektronen im Überschuss und auf der anderen halt nicht so viele. Und durch das entsteht halt eine Spannung wieder. Und Kristalle werden ebenfalls nur in Computerchips verwendet. Also wir haben hier das Modell des Wasserkreislaufs aufgebaut und damit möchten wir zeigen, wie Mikroplastik, welches in vielen Produkten wie zum Beispiel Duschgels oder Peelings vorhanden ist, in unser Wasser, in unser Trinkwasser kommt. Es regnet von oben runter. Die Menschen verwenden das Wasser mit Duschgel, Peelings. Das ganze dreckige Wasser wandert durch die Kanalisation in die Kläranlage. Und in der Kläranlage werden größere Plastikteile, wie hier dargestellt, herausgefiltert. Allerdings die kleinen gelangen ins Meer. Und das Gefährliche an ihnen ist, solche Fische essen sie, wir essen wiederum meistens die Fische, so gelangen sie unseren Körper. Also wir haben einmal einen Sunblocker gemacht, eine Erkältungssalbe, dann Lippenbalsam und Lipgloss. Und hier wird auch noch gerade die Erkältungssalbe produziert, das sieht man auch hier. Und da drüben wird der Sunblocker auch produziert. Also wir haben halt geschaut, ob man Badebällen und Seifen selber herstellen kann, ohne viel Chemie. Und für die Seifen, da haben wir halt Kokosöl, Olivenöl, Leinöl, Wasser, NaHoA. Und als Düfte haben wir halt Orangenstücke hergenommen. Und alles haben wir in so eine Pringel in so eine Pringelsbox reingetan. Das haben wir da 3 bis 5 Tage dann haut werden lassen. Und dann muss man nochmal 40 Tage warten, bis man es verwenden darf damit, weil davor ist der NaOH-Wert und der pH-Wert nicht so gut. Die Badeperlen, die sprudeln jetzt. Da ist Natron, Zitronensäure, Maizena, Kokosfett und Duftöle drin. Und die sprudeln eben, weil Natron drin ist. Super. Ja, wir von der Poli Brixli, Kompakter Pakt, haben heute darauf getüftelt, dass wir herausfinden, wie viel jetzt eigentlich bei einer Verpackung Luft ist und wie viel überhaupt die Füllmenge. Da sieht man einfach, das soll die Füllmenge sein und das andere ist einfach Luft und Verpackung, was man sich sparen kann und mit denen kommt halt noch ein, zwei Laster weniger von und für die Umwelt war das halt noch viel besser. Da haben wir zum Beispiel eine Pralinenverpackung, wie es im Geschäft ist und die Füllmenge von der Verpackung darf eigentlich in so eine Schachtel passen. Beim biologischen Plastik machen. Und das da, das Sammelkörper machen, das ist aus Essig und Milch. Und der Vorteil ist halt, dass die Bohre verrottbar sind. Das muss jetzt ungefähr 24 Stunden trocknen und nachher ist der Haut das Plastik. Das Plastik ist jetzt vergleichbar mit dem, was zum Beispiel bei der Steckdose ist, das Weiße. Wir sind jetzt hier bei der Polytechnischen Schule aus Schwarz. Die haben sensationelle E-Bikes gebaut. Also, wir haben also so einen Motor gekauft und den haben wir halt dann da zugebaut alles. Warte, das kann man mal zeigen vielleicht. Ja. Ich heb's hinten einmal an. Also wenn man tretet, nachher setzt der Motor, müssen Sie da hinten dran schauen, setzt der Motor an und unterstützt sie halt bis zu 25 km/h. Und wenn man nicht mehr tretet, nachher geht halt wieder ab und dann kann man schön abbremsen. Also, ja. Und wir sind halt die erste Schule von ganz Österreich, die was am E-Bikes zum Verleih hergibt. Und wir haben eine App und eine Website programmiert. Da kannst du dann die E-Bikes ausleihen. Also dann kriegst du einen Code zugeschickt, dann kannst du das Schloss durch Bluetooth aufmachen.
Da war dann der Akku drinnen. Und das ist eigentlich unsere Erfindung, dass da die Aufladebox das halt ist. Wir haben etwas über Seifenblasen gelernt und dazu viele Versuche gemacht. Der erste Versuch war, mit dem Strohhalm Blubberblasen in das Wasser zu pusten, aber leider hat es nicht so lange gehalten. Versuch 2. Wir haben Seife in das Wasser reingetan und die Seifenblasen haben viel länger gehalten. Der dritte Versuch war, das Wasser zu färben und dann Seifenblasen zu machen. Aber leider hat man das nicht gesehen. Versuch 4. Wir haben versucht, herzfarbige Seifenblasen zu machen, aber leider hat es nicht geklappt, weil der Kugel der leichteste Form ist für den Wasser. Der fünfte und der letzte Versuch war, wir haben versucht, große Seifenblasen zu machen und das hat ganz gut geklappt. Yeah! Hallo, ich stelle euch den Knicklicht vor. Das Knicklicht hat zwei Flüssigkeiten. Wenn man nun das Knicklicht knickt, zerbricht es innere Glasröhrchen. Beide vermischen sich und zwischen beiden entsteht eine chemische Reaktion. Und das nennt man Chemilumineszenz. Heute erkläre ich euch das Blumenfeld. Es leuchtet auf der Bauchseite. Das Licht entsteht durch die chemische Reaktion Biolumineszenz im Inneren des Körpers. Es gibt verschiedene Arten von Leuchten, das primäre Leuchten und das sekundäre Leuchten. Das primäre Leuchten leuchtet von selber, dort findet direkt der Vorgang der Biolumineszenz statt, wie zum Beispiel beim Blümchen oder bei dem Leuchtbakterium. Diamagnetismus ist das, wenn sich Stoffe von Natur aus von Magneten abstoßen. Da habe ich jetzt einen Kreisel, der ist magnetisch, wie man sieht. Und da unten ist auch noch ein Magnet drin und das stoßt sich eben ab. Und wenn ich ihn so drehe, dann fliegt er. Was habt ihr schon für tolle Projekte mit oder Experimente? Wir haben zum Beispiel eins, und zwar das Graphitplatte. Das stoßt sich mit 4 Magneten ab und dann schwebt es ab. Das schwebt? Ja. Ah ja, das schwebt. Siehst du, da ist kein Stapel, das kannst du abnehmen, dann wieder auf. Da ist kein Stapel. So, seien wir alle schon gespannt? Ja! Zu uns auf die Bühne bitten mit Platz 3. Die Volksschule Reichenau auf dem Weg durch die Forscherstraße. Forscherexperten auf dem Weg. Gratulation, bitte zu uns! Platz 2 geht an die magischen, magnetischen 16. Gratulation! Für unsere Erstplatzierten, die Volksschule Brixleck mit ihren Sonderschulklassen und dem Thema Lumineszenz. Sie haben uns zum Strahlen gebracht. Jetzt noch einmal Trommelwirbel bitte für unsere Drittplatzierten. Kleingruppe aus Kufstein kommen Sie mit dem Getränkeautomaten. Neue Mittelschule Clemens Holzmeister aus Landeck, Platz 2 für die unterschiedlichen regenerativen Energiequellen. Erster Platz geht an Föhle Franz aus Kufstein. Platz 3 geht an die Polytechnische Schule aus Brixleck, kompakt, verpackt. Gratulation und bitte um einen Trommelwirbel. Platz 2 geht an die Schulklasse. Ein Polymer hat es gar nicht schwer, vom Wasserglas ins Schwarze Meer. Die neue Mittelschule der Gabelsberger Straße. Bitte zu uns, zu mir herauf. Platz 1 geht an die Polytechnische Schule aus Schwarz. Schulzentrum Groß Elektro, bitte
an die Jungs. Komm. Yeah! Gratulation an alle, die wieder mit dabei waren. Jugendforscher in der Technik. Vielen Dank fürs Kommen.